Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir mal ein paar Raider getötet in, ja, so eine Minenanlage, irgendwie sowas. Und ja, wir haben immer noch hier das hier, untersuche Vault 88. Wir haben eine Nachricht von Vault 88, also machen wir das auch. Ich meine, das hatten wir doch schon erledigt, aber anscheinend nicht, weil das ist noch nicht da markiert auf der Karte. Gut, gehen wir dahin. Ja. Übrigens, vergesst nicht, den Part irgendwie zu bewerten, mit einem Like oder so, oder einen Kommentar zu hinterlassen, um zu zeigen, dass euch der Part gefällt und um den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das wird uns alle sehr freuen, besonders mich, weil ich der Einzige bin, der diesen Kanal hier führt. Und ja, ich werde auch noch ein bisschen random hier durch die Gegend erkunden, Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Und das scheint doch ja noch ein Ort zu sein, den wir nicht erkundet haben. So, ich habe mal diese eine Klinge hier mitgenommen. Die kann ich leider nicht mehr verbessern. Diese Klinge an sich ist schon irgendwie eine Verbesserung. Also ja, mein Gott, das ist voll Schwert. Aber ein Messer. Warte, das ist aber böse. Ich komme hier nicht hoch. Wuff. Wuff. Und er wird auch vergiftet, ne? Der Gegner. Ich ihn damit treffe. Also ja. Auch nicht schlecht. Nur wie lange werden die vergiftet? Ein Revolver verbessern. Wuff. Ich habe schon eine Chance, sie zu vergiften, ne? Na, guck mal. Oder beim Messer die ganze Zeit. War anscheinend nicht. Immer wieder den MVP raus, er ist perfekt für dieses Ding hier. Ich meine, hier war ich auch schon. Warte mal, Volt 88 oder auch nicht? Hi. Klong. Was ist denn das für ein Teil? Da wurde halt erst hinzugefügt. Hier kann ich mir nicht vorstellen. Gott. Volt 88. Gut. Sieht nämlich so ein bisschen aus wie ein Ort, den ich schon erkundet hatte. Wenn die Raider vorne sind, warum sollte jemand dann hier ein Dingens schicken? Ein Signal. Sie da unten verschlossen, wahrscheinlich, ne? Machen wir euch erstmal alle platt. Hab mein Schleichen da erhöht, Mann. Du kannst mich doch gar nicht zu sehen. Weil sie war umgedreht, ne? Ich komme einfach so um die Ecke in ihr Sichtfeld, noch nicht mal. Und denkt sich, oh, ich habe gehört, wie sich mal umgedreht hat. Kilometer weit entfernt. So ist die Logik hier in Fallout. Hi. Uff. Hi. Uff. Hi. Uff. Warum mache ich das nicht so? Nur viel chilliger. Hi. Uff. Ach Mann. Kommst du denn her? Raider Psycho. Mein Gott. Siehst du denn aus? Aus so einem Golo hattest du einfach nur eine Glatze. Da eigentlich die Kampflinte. Weg damit. Na, noch einer. Boah, ich dachte jetzt hier wäre ein Corki. Das wäre sehr merkwürdig. Hier bin ich gewesen, ne? Ja. Den Ort habe ich doch schon 1:1 gesehen. Wer ist der Ort oder die haben den 1:1 kopiert? Ist auch irgendwie komisch ist. Da ist ja noch einer. Mach ich platt. Hallo? Ja.
Denk nur, denn nur, ich schieß den Typen ab. Uff. Uff. So. Okay. Weiß ich, rush ein bisschen durch hier durch einige Gebiete. Wenn man schon 300 Parts lang das gemacht hat, dann sind auch irgendwann mal ins Blut übergegangen und man sieht schon auf Anhieb irgendwie, was man gebrauchen kann und was nicht. Und wie schnell man irgendwann so durchgucken muss hier. Aha. Geschafft. So. Schließ mich jetzt schon wieder ab. Was du denn? Wurf. Oh. Dann eigentlich mal ein geladener Schuss, den ich abgebe. Nee, ne? Ein VTS. Das ist ein normaler. So, Volt 88, den ich vielleicht oder vielleicht noch nicht schon mal irgendwann erkundet habe. Ich habe den auch schon mal erkundet. 88 oder 80 war das, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Werden wir ja sehen. Dort kommt mir aber so 1:1 kopiert vor. Hört, einer. Wir draußen alle erledigt. Also wenn da jetzt keine Raider drin sind, dann helfe ich euch gerne. So, kommt er. So, was ist eure Geschichte? Was ist da unten abgelaufen? Warte mal, 88. Warum ist das so bekannt vor? Weil ich der vom Fallout 3 auch 88 mit den Garys? Oder welcher war das nochmal? Mein 88 habe ich doch schon mal gemacht. Bin ich mir rein. Werde ich jetzt sehen. Die Vault-Türen können einem direkten atomaren Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort. Oder ihr werdet es bereuen. Vault-Tec wird Vandalismus nicht dulden. Okay, ich dachte erst, ihr werdet Leute, mit denen ich interagieren kann. Aber ja, ihr seid nur Raider. Ihr scheint da keine Hilfe zu brauchen, wenn die Türen versiegelt sind. Warum habt ihr einen Hilferuf gesendet? Dün, 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 dün. Warum mache ich James Bond Musik? Endlich genug von diesem Unfug. So, ich komme da rein. Pass mal auf. Mal anschließ. Einmal drück. Wurf. Eine Nachricht von Vault-Tec. Gleich wieder damit ab. Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment. Okay, du bist keine mechanische Stimme. Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte, ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Lass mich raten, du bist ein Ghoul. Ihr seid doch immer cool, wenn ihr so lange überlebt, ne? Mein Gott. Oh, hi. Hast hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Brown versichern, falls er denn noch lebt. Dr. Brown? Dass ich meine Zeit sinnvoll genutzt habe. Oh Gott. Ich bin bereit für meine große Aufgabe. Die hat irgendwas mit Dr. Brown zu tun. Das war ja in Fallout 3 eine Person.
ein Typ, der hat die irgendwie diese Simulation ja gesteuert. Was Dingen einsamer Umzieher, na hier. Also 30% ist weniger Schaden, kannst 100% mehr Ausrüstung tragen, ja. Ja, Dr. Braun, das war ein Bösewicht, sag ich mal, aus dem dritten Teil. Der war, weiß ich nicht, nicht. Oh geil. Pip-Boy, was? Pip-Boys? Und die ausrüsten? Okay. Aber ja, gibt halt dieses Vortec-Add-on, ne? Ja. Weiter erklären. Dr. Braun war Wissenschaftler, den der Vater vom Hauptcharakter von Fallout 3 gekannt hat. Und ja, der ist. Am Anfang ist ja der Vater von Volt entflohen und man sucht der, man jagt ihn hinterher im dritten Teil, versucht ihn zu finden, wieder zurückzubringen. Und ja, der hat sich irgendwie an Dr. Braun gewendet und der war ja so eine so ein Computer im Volt, was weiß ich welcher Teil, und der hat dem Vater irgendwie in so eine Simulation eingefangen und diese Simulation musste man eintauchen. Und ja, Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Ich glaube, der ist immer noch darin gefangen. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Also ich glaube, egal was für eine Entscheidung man getroffen hat, der Typ ist immer noch da am Rumgammeln in dieser Simulation. Das ist irgendwie nur so eine kleine Stadt, wo irgendwie alles voll friedlich abläuft und so. Und dem ist irgendwie langweilig geworden. Und als man selber da reingegangen ist, wollte er da ein bisschen zu terrorisieren, damit das ein bisschen mehr Spaß macht. Und ja. Okay. Problem ist, da waren alles echte Leute dran angeschlossen. Also wenn man da irgendjemanden, weiß ich nicht, was getan hat, sind die, glaube ich, in echt gestorben oder so. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. War irgendwie sowas in der Art. Ein bisschen krankes Zeug musste man da machen. Egal, was man, glaube ich, gemacht hat, der ist, glaube ich, immer noch da am Rumgabeln in der Simulation. Egal, ob man jetzt alle getötet hat oder nicht. Führt das auch alles hier dahin? Das wäre doch geil. Okay. Ich hoffe, man kommt hier auch in die Simulation rein oder so. Das wäre doch geil. Für die Nicht-Story-Quest kann ich mir nicht vorstellen. What? Was muss ich hier machen? Ich muss gar nicht aufpassen, meine Erklärung. Beseitige den Schutt. Ach so. Ach, da ist bestimmt Dingens. Ah. Im Vault-Tec-Addon ist das bestimmt dazugekommen, ne? Jetzt verstehe ich. Wird auch Sinn machen. Ach ja, ich kann mein eigenes Vault hier bauen, ne? So sieht das hier aus, bestimmt. Was für ein Schutz soll ich hier kaputt machen? Da. Ich kann ja auch nichts anderes machen bisher. Hallo? Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du auch das nicht, obwohl eigentlich schon. Und ein Pip-Boy. Aber du gehörst nicht zu Vault-Tec. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Mir war langweilig. Ich habe das Vault-Tec-Signal aufgefangen und bin gekommen. Die Eindringlinge müssen es ausgelöst haben, als sie den Haupteingang aufbrechen wollten. Ich habe nicht erwartet, dass nach all der Zeit noch jemand antwortet. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden.
Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Okay. 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Sollte mein Herz stolz werden, dann die Erdbeben, Sirenen, viele starben. Vielleicht... Alter! Was machst du da? Julian, was machst du da? Julian! Meine Kollegen bringen mich irgendwie um. Darf ich den töten? Kannst du deinen Kollegen mal abstellen? Das ist schrecklich. Aufseher. Das ist schrecklich. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ihn umbringen. Bring ihn um. Okay. Tut mir leid. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlitten. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen. Aha. Na gut, dann machen wir die auch noch Platz. Und da draußen schon welche getötet, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Die Modifikation von diesem Teil heißt Opferklinge. Das ist genau wie der Nuka-Werfer, ist leider nicht austauschbar. Also doch austauschbar, aber dann wird es zu einer normalen Klinge leider. Ja, er sieht geil aus, so ein Teil. Wer ist denn du? Oh Mann. Ist mir gerade so viel abgezogen? Nee, ne? Irgendwie funktioniert das Gift nicht. Ist das für eine Raumsonde da gewesen? Jetzt bin ich hier raus. Ich kann mich nicht bewegen wegen dir. Werd von Atomia bestraft. Der Atom soll über euch richten. So. Und da vom Zunge ausgestreckt. Worauf? Worauf? Das Ding ist aber auch überpowert, ne? Ja, auf deine Familie und Freunde Fragezeichen getötet. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Arbeit. Also 200 Jahre Zeit. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier. Unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Red weiter. Der Vault sollte viel Platz. Ich hätte da fragen können, wer ist Dr. Brown? Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner.
Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Worts übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Ich verarsche, du sitzt gerade allein. Im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Hi. Mit dem Aufseherschreibtisch habe ich alles, um die Experimente fortzuführen. Ich kann nicht über Dr. Brown nachfragen. Also kacke. Kann ich jetzt hier? Ja. Der Ausserien vom Vault 88, ja. Kann halt überall bauen, ne? Weiß mal, ich tue mal hier alle weg. Ist doch voll blöd. So. Ein Megalader. So. Oh, okay. Also nicht. Wo baue ich da Teile denn hin? Nicht hier alles. Mein Gott. Geil. Na, soll ich mich damit noch befassen? Ich weiß es nicht. Ich kann halt überall hier bauen, ne? Wie komme ich wieder hier raus? Boah. Wo baue ich denn das hin? Wo ist ein geeigneter Ort? Aber ich muss ja nicht warten, bis sie irgendwie dahin läuft oder so. Hier ist ein Ausseherdingen. Mein Gott. Ja, dann machen wir halt da unten eben. Warum nicht? Ja, sich da ein. Mein Aufseherschreibtisch und ein richtiges Vault-Tec Terminal. Hey. Ach, ich kann es kaum glauben. Mein Aufseherschreibtisch nach all der Zeit. Kann ich echt mal ein bisschen hier läuft noch. Also ist hier. So, geh da ran. Sollte ich nicht irgendwie der Aufseher werden oder so? Das bitte sei nachsichtig. Ich hab so lang gewartet, aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche an Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Machen genauso krankes Zeug wie die anderen Walls.
Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Yay. Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Auch wenn es passend ist. Wie ich sehe, hast du bereits den Funkleitstrahl des Walls eingeschaltet. Gut. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Habe ich schon. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Habe ich schon. Ich kann schon bis da hinten hin. Weil da kann ich nichts bauen, glaube ich. Da muss ich ja erst was einschalten, und damit ich auch weiterbauen kann oder was. Halt. Geht weg, ihr blöden Maus. Ich hab keinen Bock, wieder so ein blöde Krankheit zu bekommen. Ah, da meine ich ja. Hier durchkämpfen und alles freischalten oder was? Was? Wahrscheinlich muss ich hier so Dinge aktivieren und dann kann ich mich da irgendwie weiter ausbreiten, ne? Die wahrscheinlich genauso wie gesagt, ich habe noch nicht aufgepasst. Das ist nix. Hey Friend, what are you doing? Was denn hier? Hab ich hier richtig überhaupt? Also auf jeden Fall der nächste Teil. Ah. Also sieht das wahrscheinlich aus, ne? Ich muss hier alles. Mein Gott, warum ist der so perfekt quadratisch? Wo ist das Ding? Ist das hier irgendwo? Wohl mehr werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr machen, ne? Aber bin ich schon wieder hier? Oder habe ich genug? Da ist noch so ein Teil. Wo ist die Steuertafel? Wie sieht denn die nochmal aus? Ein Generator, glaube ich. Okay, ich glaube, mehr werden wir hier nicht schaffen. Aber gucken wir noch weiter. Okay. Jetzt sind auch neue Kunden. Irgendwo eine blöde Steuertafel finden. Eine. Legen bleiben. Hi. Stier. Hi. Stier. Hi. Bah. Ja,
Also es hier um Addon handelt, glaube ich nicht, dass ich irgendwie Zeitschriften oder Wackelpuppen finde. Also gucke ich auch nicht so genau hier überall rum. Ah. Hallo. Ah. Bingo. So sehen die Dinge aus, okay. Würde ich sagen, ich beende den Party einfach. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Fallout 4. Ich bin der Zuschauer und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.